Ah ja, okay. Ganz schön raffiniert, wenn man immer wieder in denselben Laden reingeht, um eine Frau zu kriegen. Ja, ja. Ganz schön raffiniert, muss ich auch zugeben. Was ist los? Die Five Tens wissen von Conny und Ben. Was? Wie? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sie sofort aus der Stadt bringen. Die Five Tens werden es uns nicht leicht machen. Wir brauchen was Familientaugliches. 4 Sitze und Dampf unter der Haube. Okay, pass auf. Ich leg mich an der Pendlerstrecke im Norden auf die Lauer und pick uns eine geeignete Karre raus. Ja, Leute, und damit willkommen zurück zu... Ja, und damit willkommen zurück zu The Crew auf jeden Fall. Ja, wir haben gerade erfahren, dass die Five Tens, wie gesagt, die Existenz von der von unserer Schwägerin wissen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal hier, diese Mission. Und mal schauen, was dabei herumkommt. Geländefahrzeug wird auf jeden Fall gebraucht. Das haben wir natürlich. So. Dann mal gucken. Damit das klar ist, wer abkackt, verliert seinen Wagen. Schon klar. Ich hoffe, du hast bequeme Schuhe an. Zurück musst du laufen. Tolles Auto. Gefällt mir jetzt schon. Der Bentley. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Würde ich sagen. Weg. Mach's weg. Weiter so! Wow! Oh, ein Glück konnte ich umfahren. Na, immerhin. Ja, jetzt müssen wir natürlich gegen Straßenflitzer gewinnen. Mit einem Rennauto, also mit einem Geländefahrzeug. Mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Der Typ ist echt verdammt schnell. Mit seinem Bentley. Der macht mich doch locker alle. Ja, du, das sagst du so einfach, Kollege. Der Typ hat einen verdammten Straßenrenner. Der ist richtig. Wie du gerade schon sagtest, der ist auf der Straße, ist der schneller wie ich. Wow! Wow, 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 wow! Du blöder Wichser! Hol auf! Ja, ich bin ja dabei. Mach mal halblang hier. Willst du das schaffen? Ich glaube wohl eher nicht. Boah, der Typ ist echt schnell unterwegs. Verdammt nochmal. Ich weiß einfach durch die Rabatte. Nein, das ist nicht eine Menge Autos. Ah, nein! Schnell zurück, ey. Fuck, Mann. Mein Mist, da stehen auch so viele Autos rum, ey. So ein Mist. Das kann ich vergessen, Leute. Guckt euch das mal an. Wie der Typ Gas gibt. Boah, 990, Junge. 990 hat der. Nee, ich glaube, das kannst du gar nicht schaffen. Ganz ehrlich. Das kannst du ja gar nicht schaffen. Boah, krass, ey. Das ist echt Wahnsinn. Wow! Holy shit! Boah, jetzt bin ich eigentlich wieder dran, ne? Alter, macht mich trotzdem fertig. Glaube ich, ganz ehrlich, also, ich sehe da keine großen Gewinnchancen. Ganz ehrlich, Leute. Der Kerl wird mich fertig machen. Aber trotzdem, ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich werde immer noch weiterfahren, so gut ich kann. Ja, das war eine echt verdammt dämliche Strecke hier. Ganz ehrlich. Und da fährt natürlich jetzt links ab. Ist ihm scheißegal, ob der in den Gegenverkehr fährt. Genau so. Oh. 2 Sekunden haben wir noch. Wow, shit. Und das war's. Jo. Das wird's wohl gewesen sein. Das habe ich verloren. Ich hab's ja gesagt. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Leute, wie soll man das denn schaffen? Gegen einen 990er Flitzer mit einem GE-Fahrzeug. Was ist das für eine Scheiße? Hätten sie mir auch meine Performance-Kiste geben können. Boah, krass, das ist echt sauschwer, dieses Rennen. Unglaublich, unglaublich, ey, dass man so ein schweres Rennen macht. Krass, wie soll man das hinkriegen? Na gut, versuchen wir es nochmal. Gucken wir, ob wir uns diesmal besser anstellen. Auf Asphalt ist dein Wagen echt schnell, aber deiner ist für Dreck und Sprünge. Nutze das. Ja, wie gesagt, ich werde es probieren. Super, weiter so. Oh, nee. Och, Mann.
Mann, wieso ist denn hier so eine Ecke? Ach, Mann, oh. Och, ja, natürlich, guck mal, so ein... Oh, was ist das denn? Guck mal, so ein kleiner, dreckiger Zaun hier. Wie komme ich nicht drüber? Zurück, ich fass es nicht. Das kann doch nicht angehen. Och, Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Oh, fick die Henne, ey, das kann doch nicht angehen. Nochmal. Ich dachte, du probierst es mal. Noch eine Abkürzung zu nehmen. Du fährst schon Abkürzung, versuch noch eine Abkürzung zu nehmen. Aber, naja. Hat wohl nicht sein sollen. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgummi hier. Anderes kann ich sowieso nicht machen. Ja, ja, deine Mutter ist auch ein Tier. Gestern Abend gewesen. Pfeife. Mein Gott, so. Auf geht's. Jetzt tut er natürlich hier tierisch auf wieder. Ich sag's euch, der hat mich gleich wieder. Ja, 5 Sekunden, die sind gleich, die sind die Moves. Die 5 Sekunden, die sind gleich wieder im Arsch, ey. Ich sag's euch. Offroad. Off the road, off the road, nicht on the road. Ja, jetzt kommt er natürlich von hinten. Achtung. Nicht aufpassen. Der Heckenpenner kommt jetzt von hinten. Ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie soll ich denn jetzt hier abkürzen? Ich muss ja hier den Checkpoint kriegen, ne? So, jetzt guck mal, jetzt ist der ist ja direkt hinter mir. Direkt hinter mir. Ich werde jetzt hier Gas geben. Er hat übrigens ein PE-Fahrzeug, ein Performance-Fahrzeug. So viel mal dazu. Och nö! Oh Menno! Das gibt's doch nicht. Ich kann den jetzt weg. Oh nein! Ach Mann! Was ist denn los mit dem Auto hier? Verdammt das Auto! Mensch! Oh, jetzt komm hier aber, mach mal hinne! Gib jetzt hier Vollgas! Komm, gib Stoff, Junge! Das werde ich jetzt wohl mal hinkriegen hier. Jetzt schön Offroad gehen! Das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Komm schon, Baby, komm schon! Das wird er nicht nochmal aufholen können. Die Sekunden hier. Ist mittlerweile vorne mit 6 Sekunden. Ey, das kriegt er nie im Leben noch hin. Komm schon, komm schon. Das werde ich aber noch hinten hinkriegen hier. Das ist wieder Offroad. Oh. Lustig jetzt wegdriften hier. Jo, das hab ich, glaube ich, gewonnen. Ja, das habe ich gewonnen. Nice. Hui. Ich wische meinen Schweiß von der Stirn gerade. Oh, Wahnsinn. Leco mio, ey. Kein einfaches Rennen, wirklich kein einfaches Rennen, Leute. Muss ich wirklich sagen. Ja, gib mir mal dein Auto her. Hey, hey, warte, warte mal. Zweite Chance? Keine Zeit, wir sehen uns. Hey, ich wurde bestohlen, hey! Voll der Wichser. Voll der Wichser, Junge. Mein Auto steht natürlich da noch rum. Musst du noch ein paar Kletten abhängen. Wir warten auf dich. Häng die Bullen ab. Echt? Ja, ja, halt Maul. Oh, Oli. Oh no. Ich bin nicht so schnell das Auto gefahren. 990. Holy shit. Ah. Natürlich kommt mir jetzt auch noch einer entgegen. Klar doch. Natürlich. Alles klar. Ich warte jetzt hier noch 2-3 Bullen. Ich krieg einen Affen. Ich fahr. Oh! Du Arsch! Du dämlicher Heckenpenner! Du scheiß Bulle! Boah, Mann, ey! Du Assi, Junge! Boah, jetzt kommt doch noch der Hubschrauber. Ich flipp aus. Oh no! Fucking Hubschraub, ey! Ich fahr jetzt nochmal links. Dann ist die nächste links auf jeden Fall. Gib Gummi. Weil die Kiste ist geil, Mann. 990. Wahnsinn, ey. Der Wagen ist richtig geil. Ich fall's nochmal hier drauf. Das ist nie ein gutes Zeichen. Gib Gas. Okay, treffen am Central Park. Ja, ich versuche, was ich kann, Leute. Ich versuche wirklich, was ich kann hier. Ja, das ist echt nicht einfach. Sonst dieser scheiß Hubschrauber da oben. Der ist echt ein Problem. Guck mal, ich werde den aber auch nicht los, ne? Guck mal, der Hubschrauber. Ich geb hier Vollstoff. Oh nein! Oh. Uns geht der Treibstoff aus, Zentrale. Wir halten nicht länger durch. Ja, dann verpisst euch.
Macht's gut. Verdammt. Ziel ist außer Sichtweite. Da hoffen wir mal, dass ich außer Sichtweite bleibe. Ach nö! Oh, das gibt's doch nicht. Wieso spawnen eigentlich vor allem immer Autos? Das gibt's doch nicht. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist jetzt auch noch eine Straßensperre. Ja, leck, Alter. Ja, du siehst mich, aber du kannst eh nichts machen. Fundst du, ey. 16, 16. Boah, ich versuche jetzt mal hier einfach mal hier lang zu fahren. Ja, ja, mach du mal. Och nö, jetzt kommt mir doch schon wieder einer entgegen. Das gibt's doch nicht. Aber was soll denn das? Ey, dauerhaft ist hier irgendein Bulle, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das? Ey, Leute, wie soll ich denn da die Bullen abhängen? Mal ohne Scheiß. Wie soll ich denn da Bullen abhängen, wenn mir dauernd irgendwo vor mir einer spawnt? Was soll denn die Scheiße? Das ist doch wohl, das ist doch Hühnergrütze. Echt, das ist doch echt Hühnergrütze hier. Wie soll ich denn da die Bullen abgehängt kriegen? Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt fahre ich noch auf den Highway. Mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal hinkriege. Ja, das ist echt Hühnergrütze, sowas. Mann, ohne Scheiß. Ja, tu mich auf. Blöder Scheißbulle. Eines fliegen gegangen. Mach's gut. Und jetzt aber, komm. Vollgas hier. Vollgas, Leute. Ja, da will ich auch vor euch hoffen, dass das Ziel sich aufgelöst hat. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, oh, meine Güte. Leute, ey. Einsteigen. Hi, Conny, huh? Und du musst Ben sein. Wie geht's, Kumpel? Sorry, er ist schüchtern, Herr Frank. Ich auch. Ben, du und deine Mami bist... 10 Euro, Harry stirbt. Okay, das wird eine verdammt rasante Fahrt. 10 Euro, Harry stirbt. Conny und Vera lassen im Bus ihn starten. Warum? Ich fahre sie. Wenn dich jemand sieht, ist deine Tarnung hin. Ist zu unsicher. Ja, dann gib mal Gas mit deinem Shelby GT da. Boah, die Kiste ist so geil, Mann, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie geil diese Kiste hier ist, die ich hier gerade fahre, ne? PE Performance, richtig geil, ey. Oh, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Harry, wie fährst du denn? Da blinkt man vorher. Bevor man abbiegt. Boah, der fährt aber auch kreuz und quer, der doof, ne? Unfassbar. Als fährt der wieder links. Hallo? Fahr mal anständig. Mein Gott, Harry, du bist ein Typ. Komm, gib Gummi mit deinem scheiß Mustang hier. Also der Bentley ist so geil, ich muss direkt mal die Innenansicht wechseln. Oh, woher kanntest du den? Ist das der richtige Ort? Klar, wette, Ben wüsste es gern. Oh ja, sicher. Nun, unten in Michigan. Mein Vater hatte da eine Werkstatt außerhalb von Dearborn. Dalton hat sich dort jede Woche Tuning-Teile gekauft. Ich habe nicht verstanden, wie jemand so fixiert auf seinen Wagen sein konnte. Eines Tages habe ich ihn gefragt und... Er hat's mir gesagt. Er ist nicht wegen des Wagens gekommen. Er wollte dich treffen? Das hat er mir zumindest gesagt. Du weißt, wie er war. Raffiniert. Ganz genau. Ah ja, okay. Ganz schön raffiniert, wenn man immer wieder in denselben Laden reingeht, um eine Frau zu kriegen. Ja, ja. Ganz schön raffiniert, muss ich auch zugeben. So. Dann gibt's Stoff hier. Oh, Harry wieder. Harry biegt wieder einfach ab. Aufhören zu Gas zu geben. Aber dieses Auto verleitet sowas von. Ach, ihr wisst gleich, wie schön das ist, so ein Auto zu fahren mit 990. Deshalb bin ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, glaube ich. Mein Gott. Komm, Harry. Mama Gummi hier. Gib mal Feuer auf dem Gas hier. Gib mal Hackengas. Gib mal rein in den Karton. Mach mal Feuer unter der Haube. Das habe ich genug Sprüche abgelassen. Feuer! Wieder rechts ab. Alter, hätte ich vorhin geradeaus durchfahren können und dann rechts abfliegen können? Nee. Lieber Slalom fahren. Ist viel wichtiger. Auto ist geil. Ich muss mir den auf jeden Fall auch kaufen. Wenn ich Kohle habe, kaufe ich mir dieses Auto. Das ist geil. Hä? Auf einmal erfüllt? Ja gut, okay. Wir haben es geschafft. Geile Kiste.
Stufe 20. Ja, bringt mir einen Punkt. Wow. Unglaublich. Incredible. So, ja, geschafft. 31 Punkte, 31.000 Punkte. Ja, ne, bis zur nächsten Medaille. 8.000 Punkte bis zur nächsten. Ach, ihr könnt mich doch am Arsch lecken. Ihr könnt mich mal am Zwieback lecken, Leute. Ist doch ein Witz. Echt traurig, dass Ben seinen Vater nie gekannt hat. Dayton wäre ein toller Vater gewesen. Meinst du wirklich? Du bist der beste Beweis. Ein Mann, ein Wort. Das ist wichtig. Auch wenn dir der Dieb durch die Lappen gegangen ist, ich hab mein Geld zurück. Du bist jetzt V2, Arschloch! Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Verstanden. Jetzt musst du dir deinen Unterhalt verdienen. Dein erster Job als V2 wartet unten im Süden. Miami. Eine verwahrloste Stadt. Du musst da ein bisschen 5-10-Ordnung reinbringen. Bin unterwegs. Oh, wir sind V2 geworden. Gut. Zwei Fragen habe ich jetzt dennoch. Erste Frage. Wir sind jetzt quer durch die halbe Stadt gegurkt. Mit diesem extrem geilen Bentley. Frage, wieso haben wir die jetzt nur an einem verdammten scheiß Busbahnhof abgesetzt und haben die dann den Bus nehmen lassen, irgendwo hin? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wo zum Geier ist das Auto, was ich jetzt gerade gekriegt habe? Der ist jetzt hier hinten drin oder was? Ich will den Wagen haben, weil der steht jetzt hier auf Parking. Wo ich natürlich nicht reinkomme, wo einfach nur... Guck mal, wie arm, Leute. Guck mal, da ist einfach nur eine schwarze Wand. Guck mal, wie arm ist das denn? Schwarze Wand. Da ist einfach nur eine Wand drinne. Wie läppisch ist das denn? Boah, also wirklich. Also manchmal zweifle ich so wirklich so ein bisschen an Ubisoft. Klar, es ist cool. Ganz Amerika zu fahren. Ist klar, dass man irgendwo Abstriche machen muss, aber das gerade, das sieht ja wohl echt armselig aus. Naja, egal. Gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade V2 geworden. Ich würde sagen, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen... Ach, da unten müssen wir hin. Och, du Scheiße. Und schon wieder ST. Alter Schwede. Schon wieder ST. Das gibt's ja gar nicht. Naja, gut. Pass auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Miami. Ich war ja schon in Miami. Machen wir hier einfach mal eine Blitzreise hin. Und dann würde ich sagen, wechseln wir noch das Auto. Alex, wie wär's, wenn du dein eigenes Chapter aufziehst? Was? Wo? Im Süden, Miami. Ich habe eine Spur zu einer smarten Top-Tunerin und Ausstatterin namens Elita. Sie hat eine interessante Vergangenheit. Okay, ich fahr mal runter und seh sie mir an. Gut. Aber ich habe eben 10 Euro verloren, das ist mir gerade eingefallen. Ich habe gesagt, 10 Euro, Harry stirbt, aber er ist nicht gestorben, scheiße. Ja, die 10 Euro werde ich irgendwie noch verjubeln. Gut, ich würde sagen, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Ja, ich würde einfach sagen, wir sind einfach in der nächsten Folge wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen und danke für eure Bewertungen auf jeden Fall. Wir sind einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.